Hallo, von mir gibt es heute den Fashion Haul, den ich bereits auf Twitter angekündigt hatte. Und ich fange am besten mal an mit den Sachen, die ich gerade trage, also mit meinem Outfit. Und ich weiß, dass wieder viele die Hände über den Kopf zusammenschlagen werden und sagen werden, oh mein Gott, furchtbar, total, wahnsinnig, hässlich. Aber ich finde es wahnsinnig toll und ich wollte damit mal diesen preppy Look nachmachen. Und da habe ich zum einen hier diese blaue oder Pastell hellblaue Bluse an. Die kann man natürlich auch offen tragen, dass es richtig schön lässig aussieht, aber das mit diesem zugeknöpften, das ist Absicht. Eben wegen diesem Preppy-Look, weil ich dachte, so in Kombi dann mit dem hellblau und diesem rosa, also mit dieser rosa Jeans sieht es sehr, sehr gut aus. Ja, und damit es eben nicht mega spießig aussieht, habe ich eben mir überlegt, einfach die richtigen Accessoires zu benutzen. Und deswegen habe ich hier diese Kette, also Bluse und Kette sind von Forever 21 und ja, ich finde, die peppt es nochmal so ein bisschen auf, genau wie der Pullover. Ach, falls ich jetzt gerade immer so ein bisschen runter gucke, ich habe hier den Spiegel vor mir, damit ich sehen kann, was ich euch zeige. Ja, genau, also genau wie dieser Pullover hier von Mango, dadurch, dass der eben hier so locker auch hier an der Schulter sitzt, so lässig, ja, macht das einfach das Outfit noch so ein bisschen lässiger. Also ich will auch eher wegkommen von diesem spießig. Ja, und da ist auch diese rosane Skinny Jeans von ASOS ideal dafür. Also gerade, ja, die Farbe peppt das Ganze doch nochmal ein bisschen auf und es sieht nicht ganz so spießig aus. Und das wollte ich damit bezwecken. Ja, bei diesem Pulli von Mango muss man ein bisschen aufpassen, dass der nicht zu sehr aufträgt, weil dadurch, dass er halt so schwer ist und so ein bisschen asymmetrisch, kann es mal schnell aussehen, als hätte man solche Hüften. Aber, ja, man muss einfach gucken, wie man das kombiniert und dann ist das in Ordnung. So, dann geht's weiter mit den Sachen aus einem Online-Shop, der Bestseller oder so heißt. Keine Ahnung gerade genau. Also ich glaube irgendwie was mit Bestseller was. Und da habe ich mir Basic Tube Tops gekauft, weil ich die in keinem einzigen Shop gefunden habe. Und ich hätte die eben einfach gern so zum Drunterziehen zur Verlängerung von normalen Tops. Und ich weiß gerade nicht, wie das richtig rum ist. So, das sind ganz normale Basic Tube Tops. Also in dem Shop gibt es Only, Vero Moda, Pieces und so weiter. Ja, und ich habe eben bei Only Tube Tops gefunden. Hier zweimal in Schwarz und einmal in Grau. Und dann habe ich mir noch bei Vero Moda ein weißes gekauft, weil bei Only die weißen ausverkauft waren. Überhaupt, es war ziemlich schwer, so Tube Tops zu bekommen. Die sind irgendwie überall ausverkauft. Das fand ich ein bisschen komisch. Aber ich habe sie mir jetzt gekauft. So, dann mache ich weiter mit meinem Haupteinkauf. Also da habe ich mit Abstand am meisten gekauft. Und zwar bei Forever 21. Da habe ich euch jetzt ja schon die zwei Teile, also die Bluse und die Kette gezeigt. So, und von Forever 21 habe ich noch hier diese schöne Bluse hier. Das ist so eine etwas durchsichtige Bluse in diesem schönen, ich weiß gar nicht, also ihr seht die Farbe, ja. Also dieser schönen, wunderschönen Farbe. Und die hat hier noch so diese Knöpfe und die gefallen mir richtig gut. Also das sind richtig schöne Details, finde ich. Und auch dieses Walle-Zeugs da vorne, so Walle, ihr wisst schon. Und hier sieht so ein bisschen mehr ausgeschnitten. Und ich bin ja sowieso so ein Fan von weiten Tops, weil ich habe ja eigentlich immer Skinny Jeans an. Und ich finde, es sieht einfach total bescheuert aus, wenn man so eng auf eng anhat. Also wenn das Top auch noch eng ist, das sieht einfach blöde aus. Und deswegen habe ich immer so lockere Tops an, weil ich eben ein Skinny-Jeans-Fan bin, ganz einfach. Und ich finde, ja, das sieht einfach sonst blöd aus. So, dieses lockere Top. Dann habe ich noch ein Kleidchen. Das ist blau-weiß gepunktet. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also das ist so wie so ein bisschen so ein Baby-Doll, weil das hier eben so eine Raffung hat oben, also direkt unter der Brust und vorne noch so ein Schleifchen. Und da das halt ein ziemlich kurzes Kleid ist, dachte ich, weil ich bin ja relativ groß, also ich bin 1,70 groß, das ist für mich schon relativ groß, das könnte natürlich größer sein, aber ich finde, gerade wenn das Kleid dann noch so kurz ist und man ist relativ groß, dann sieht es eigentlich ganz gut aus, wenn man zum Beispiel eine Jeans dazu anhat, dann sieht es so ein bisschen Baby-Doll-mäßig aus und das gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, richtig hübsch, gefällt mir sehr gut. Dann habe ich nochmal einen Top mit diesen Voilors. Ich hatte mich lange an Voilors satt gesehen und habe irgendwie alle Sachen mit Voilors, die ich hatte, verkauft. Und jetzt aber habe ich irgendwie wieder Gefallen daran gefunden und habe mir das dann hier zugelegt. Also das
Hat hier die ähnliche Farbe wie das Top, das ich euch eben schon gezeigt habe. Und oben halt eben so durchsichtig und spitze. Hat mir sehr gut gefallen, deswegen habe ich es in meinen Warenkorb gepackt. Ja, und hinten ist es eben so ein bisschen offen. Oben hat es einen Knopf. Ja. So, dann noch etwas, das ist leider ein bisschen verknittert. Ich habe das auch schon so bekommen, also so richtig zerknittert und auch gar nicht mehr richtig verpackt. Deswegen ist es jetzt halt doof mit dem Zeigen. Ich hoffe, ihr erkennt es einigermaßen, weil es ist halt schon ziemlich verknittert. Es ist wieder so ein schönes, lockeres Top mit so riesen Ärmeln hier. Also richtig, richtig schön. Die Farbe gefällt mir auch voll gut. Ja, und das ist es von hinten. Also ist wieder so ein bisschen, also nicht unten nicht so ganz gerade geschnitten, hinten so ein kleines bisschen länger als vorne. Und eben diese großen Ärmel. Finde ich super. Überhaupt finde ich alle Sachen so toll, die ich gekauft habe. Die haben mir alle so gut gleich gefallen. Ich war sofort verliebt. Ja, dann habe ich noch ein Kleidchen, bei dem ich weiß, dass es in der Kamera türkis aussehen wird. Aber es ist eigentlich ein richtig schönes Grün. Also definitiv kein Türkis. Ja, einfach so ein tolles Freizeitkleid mit hier so Täschchen dran. Da eine Knopfleiste und so ein Gürtelchen, das man hinten eben so mit so einer Schleife festbinden kann. Mir hat einfach die Farbe so gut gefallen. Ich finde, das passt auch gut zu meinen Haaren. Ja. Überhaupt, ich habe so wenig grüne Sachen, deswegen dachte ich, ich kaufe mal was Grünes. Und ich habe noch mal was Grünes gekauft, nämlich ein Tube Top. Das ist halt ziemlich kurz. Also das ist jetzt ein anderes Grün als das hier. Das ist eher so ein Grasgrün. Und das ist halt relativ kurz. Und deswegen dachte ich, ich habe ja mir diese Tube Tops von Only gekauft. Und da kann ich das wieder als Verlängerung benutzen. Das ist eigentlich ideal, weil ich hasse kurze Tops. Ich finde, das steht mir auch überhaupt nicht. Und deswegen ziehe ich eigentlich immer irgendeinen Top drunter, wenn mir das normale Top zu kurz ist. Weil mir das einfach nicht steht. Und ich finde, so mit einer Verlängerung sieht es immer viel besser aus. Und ja, das werde ich bei dem dann mal ausprobieren. So, von Forever 21 war es das schon. Ja, und dann war ich noch auf der Suche nach einer Lederjacke und nach einer Jeansjacke. Lederjacke wäre mir eigentlich egal, ob das fake ist oder nicht. Also es kann beides sein. Nur das Problem ist, ich will halt nicht so viel Geld dafür ausgeben. Und ich habe, ja, ich denke mir einfach, dass man bei echt Lederjacken nicht unter 100 Euro bezahlt. Ja, deswegen suche ich dann noch. Ich hatte dabei Gina Tricot was gefunden. Aber ja, das war am Ende dann doch eher Bluse als Jacke. Und das habe ich dann wieder zurückgeschickt. Ja, und dann habe ich aber bei H&M eine Jeansjacke gefunden. Also Lederjacke suche ich demnach noch. Aber eine Jeansjacke habe ich gefunden bei H&M. Also so eine ganz normale, schlichte. Die ist hinten ein bisschen kürzer als vorne. Also vorne wird die so ein bisschen weiter, länger. Und die hat mir eigentlich sehr gut gefallen, weil bei Jeansjacken, ich finde, da kann man einfach sehr viel mitmachen. Also ich habe ja jetzt diese roséfarbene Hose von ASOS, dann habe ich noch eine rote Hose, eine schwarze Hose. Und ich finde, da passen Jeansjacken auch einfach ganz gut. Ich zeige euch das auch mal jetzt hier mit der rosa Hose. So, also ich finde, von der Farbe passt es doch super. Ja, nur um das euch mal gezeigt zu haben. Ja, weil ich finde ganz einfach, ja, das ist immer so eine Sache bei Jeansjacken. Ich habe da jetzt schon ein paar Sachen, die halt eben passen. Man kann schon viel mit der machen, aber zum Beispiel würde ich zu einer Jeansjacke keine normale Jeans in so einer Jeansfarbe anziehen. Also das ist für mich so eine Sache, die ich persönlich eben einfach mega schrecklich finde. Also ich würde es irgendwie nie machen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Da bin ich auch total konsequent und sag, nee, niemals, das geht bei mir nicht. Ja, aber es gibt da doch Möglichkeiten. So, das ist die Jeansjacke. Und das war auch soweit schon mein Haul. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und dann freue ich mich auf euch in meinem nächsten Video. Macht's gut!